der gute alte Jack dort der Endgegner sein. Ja, das war jetzt ganz cool, mit Berengar zusammen gegen Asayave zu kämpfen, nur ein bisschen doof, dass Berengar gestorben ist. Also ich glaube, der hätte da auch können überleben. Aber das hat er scheinbar... Ja, das hat er nicht. Leider. Aber okay, man muss das jetzt so hinnehmen. Beziehungsweise ich muss das jetzt so hinnehmen. Immerhin lebt Siegfried noch. Mein bester Kumpel hier in The Witcher. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich zusammen mit dem gegen Jack kämpfen. Denke ich doch mal. Gut. Und hier ist jetzt auch schon irgendwo das Boot. Gehe ich mal davon aus, weil hier sind ja die Docks. Da muss hier auch irgendwo das Boot sein. Da hinten sehe ich doch eins, oder? Im Wasser. Das ist doch ein Boot da hinten. Da fehlt mir, ja, da ist ein Boot. Siegfried kommt. Dann passt ja alles zusammen. Hm, von hier aus brennt gar nichts in Vizima. Oder ist das nicht Vizima? Doch, das müsste auch Vizima sein. Gut, rede ich mal nochmal mit ihm. Hexer! Ist das Boot bereit? Ja. Wartet. Dann wüsste ich mal noch gern was über den Hexer. Großmeister. Erzählt mir vom Großmeister. Die Soldaten achten ihn. Man würde ihm in den aussichtslosesten Kampf folgen und dennoch an einen Sieg glauben. Besitzt er magische Kräfte? Ich habe gehört, dass er allein durch Willenskraft das Eisentor einer belagerten Burg hochgezogen hat. Er muss ein mächtiger Zauberer sein. Er ist auch ein ausgezeichneter Schwertkämpfer. Na super. Ist das Boot bereit? Ja. Das wird mit Sicherheit kein einfacher Kampf werden. Gegen diesen Jack. Wird wahrscheinlich noch schwerer wie gegen Asayavet. Aber okay. Gut, Asayavet. Einmal bin ich gestorben. Beim zweiten Mal habe ich es ja dann geschafft. Obwohl Berengar gestorben ist. Ich hoffe mal, dass Siegfried nicht stirbt. Epilog. Okay, jetzt ist es also so gut wie vorbei. Euer Hoheit, Sieg. Trotz schwerer Verluste haben wir das Kaufmannsviertel zurückerobert. Bestens. Was gibt es Neues von Devet? Er ist tot. Der Hexer, dieser gottlose Schlechter, hat ihn niedergestreckt. Der nutzlose Devet. Haben die Büttel das Volk informiert, dass Prinzessin Adda zur Striege wurde? Ja, aber der Hexer hat die Striege gefunden. Geralt von Riva. Nur er kann meinen Plan vereiteln. Wir müssen die Flammen des Chaos schüren. Schickt weitere unserer Experimente hinaus und lasst die Elfen alles verwüsten. Großmeister, ich muss protestieren, als Angehöriger des Adels. Genug. Gebt den Leuten mehr zu essen. Und sagt ihnen, dass jeder gottesfürchtige Mensch Zuflucht in der Burg des Ordens findet. Adalbert, ich danke für eure treuen Dienste. Bringt ihn weg. Eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit der Übermenschen. Niemand wird mich aufhalten. Ich mache euch zu meinem neuen Adjutanten. Kennt ihr eure Aufgabe? Den Hexer töten. Dann geht. Tja, das wird Ihnen aber nicht gelingen. Hehe. Okay. Oh. Ein historischer Moment. Freut mich, dass ihr lebt, doch ich habe drängendere Angelegenheiten. Wichtiger als eine Allianz zwischen Temerien und Redanien? Was ist passiert? Vor Siegfried? Ich dachte, der Orden wäre in Ungnade gefallen. Dieser Teil des Ordens ist auf unserer Seite. Der Großmeister hat zwar seinen Eid gebrochen, aber nicht alle Ritter haben Verstand und Gewissen vergessen. Die Verhandlungen mit Radovid laufen gut. Wir bekommen einen starken Verbündeten. Wir? In Vizima bin ich ein temerischer Patriot. Sprechen wir mit dem König, ehe er ein vorschnelles Urteil über den Orden fällt. Gut. Ich muss den König über den Verrat des Großmeisters informieren. Ach, da steht er ja schon. Aber zuerst wird gespeichert. Ja. So, rede ich mal mit ihm. Wer steht da? Radovid, ist der auch da? Gut, rede ich mit König. Wieso geht das nicht? Was soll denn der Scheiß? Ah, okay. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Willkommen, Hexer. Euer Hoheit. Wir haben einiges zu besprechen. Gewiss.
Genug der Worte. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Ihr bekommt die Hand der Prinzessin und wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, auch das halbe Königreich, wenn ich ins Gras beiße. Der Hexer wird dir Aldersberg erledigen. Was? Keine Aufregung. Wir bezahlen euch so viel ihr wollt. Ich bin ein Hexer, kein Mörder. Na gut. 10.000. Ist das nicht etwas hochgegriffen? Kommt schon, Volltest. Das Königreich ist viel mehr wert. Er hat recht. Pech. Aber ihr nehmt nur 8.000 mit. Ihr wisst schon, Einkommenssteuer. Abgemacht. Dann sind wir uns ja alle einig. Radovid, eure Armeen müssen den Orden in Redanien und im Norden meiner Länder ausrotten. Meine Armeen begeben sich auf eine Mission brüderlicher Unterstützung. Ich will keine brüderliche Unterstützung, verdammt. Der Ausdruck geht mir gegen den Strich. Ihr vernichtet die Ritter des Ordens und zieht euch zurück. Ganz ruhig, Volltest. Meine Kinder werden dieses Land einst erben. Ich will es nicht zerstören. Verzeiht mir, euer Hoheiten, aber... Einen Moment noch, Hexer. Ja? Sprechen wir über Politik. Und kommt mir nicht mit Neutralität. Wenn ich bedenke, wer euch begleitet, steckt ihr doch bis über beide Ohren mit drin. Euer Hoheit, euer Wunsch ist mir Befehl. Für den Mann auf der Straße kämpft der Orden gegen meine Armeen. Aber dies ist eigentlich eine Konfrontation zwischen mir und dem Großmeister, dieser ehrgeizige Fanatiker. Dirigierte alle Aktionen der Salamandra und provozierte den Aufstand absichtlich. Was meint ihr damit? Ich dachte mir, dass euch das interessieren würde. Es interessiert mich sehr. Das macht ihn allein zum Feind. Versteht ihr? Ja. Nicht der Orden ist der Feind des Königreichs, nur sein Anführer. Das muss nicht sein. Unter einer vernünftigen Führung kann der Orden dem König treu ergeben sein, ein Freund des Volkes. Habt ihr gehört, Siegfried? Ja, und ich verstehe. Ich werde alles tun, um den Orden zu retten, euer Hoheit. Ich wusste, dass man euch trauen kann. Besucht mich nach eurer offiziellen Amtsübernahme im Palast. Wir haben sehr viel zu besprechen, Großmeister. Ihr zählt eure Weibern, bevor sie schlüpfen. Jacques de Aldersberg ist gesund und wohlauf. Euer Hoheit, da ist noch eine andere Sache. Ja? Wie geht es Ada? Deutlich besser, als es ihr als Triege ging. Es dürfte aber noch dauern, bis sie wieder sie selbst ist. Hexer, wie kann ich euch danken? Ich freue mich, dass Ada gesund und wohlauf ist. Könnt ihr zusagen, dass das auch für die Freunde des Hexers gilt, euer Hoheit? Ja, das kann ich dem Hexer versprechen. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Devet hat die Prinzessin verwandelt. Wieso? Befehl der Salamandra. Der Hundsfott. Wenn ich den in die Finger bekomme. Die Rädelsführer glaubten, eure Position würde geschwächt sein, wenn die Prinzessin zur Striege wird. Devet wurde gebührend bestraft. Das hört man gern. Und jetzt geht. Es dürfte nicht leicht werden, das brennende Visima zu durchqueren. Die Leute betrachten Hexer als Ungeheuertöter. Zu Recht. Wenige wissen, dass es für uns befriedigender ist, einen Fluch oder Zauber aufzuheben. Schwerter sind immer die letzte Lösung. Solange eine Chance bestand, die Prinzessin zu retten, musste ich es versuchen. Es hat sich gelohnt. Okay, Siegfried ist also jetzt der Großmeister. Das ist doch mal ganz cool. Wir müssen uns beeilen. Und was jetzt? Zu trinken wäre jetzt ganz schön. Meine Füße schmerzen. Ah, Siegfried kommt sogar mit mir. Das ist cool. Die Pflicht ruft. Dann sprach der Köhne Volltest diese Worte. Tugendhafter Radovid. Wie bitte? Ich verfasse eine wahrheitsgemäße und akkurate Aufzeichnung dieser Ereignisse. Er sagte, genug der Worte, mein Sohn, wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Ihr habt keinen Sinn für Poesie. Ihr seid unverbesserlich. Genau wie ihr. Lauft einfach los, die Welt zu retten, obwohl euch keiner darum gebeten hat. Ja. Ich muss etwas zu Ende bringen. Ich verstehe. Viel Glück. Gut. Immerhin überlebt Rittersporn. Nicht so wie Beringer. Und ja, da kämpfen die Ritter des Ordens gegen die Temerischen Soldaten. Gut, ich speichere jetzt mal. Ich denke mal, ich werde jetzt auf dem Weg
zu Druck auf so einiges treffen an Gegnern. Überall wird gekämpft. Ich fürchte, wir werden mehr von den Regimentern des Großmeisters sehen, als wir je wollten. Ich weiß nicht, ob ich die Hand gegen einen Ritter des Ordens erheben kann. Ihr habt vielleicht keine Wahl. Die wollen töten. Ah, da sind sie schon. Oh, die haben auch so einen dicken Mutant für da dabei. Den Sieg! Geh ich doch mal direkt auf den. Gut, hoffentlich haben die nicht zu viele von den Rittermutanten hier. Weil die sind ja immerhin doch nicht so schlecht. Muss man sagen. Oh, jetzt leckt's auf einmal schon wieder. Immer bei diesen Rittermutanten. Ah, okay, jetzt ist es.